Hallo und willkommen zurück zu Transport Viva. Hier am Hafen kommen die Waren an und die sollen jetzt in dieser Folge mit dem Zug über die Bahnstrecke vorbei an Lake Charles durch diesen Bergrücken durch, über diese Brücke zu diesem Güterbahnhof nach New Orleans gebracht werden und von dort aus dann per LKW in die Innenstadt oder vielmehr zu diesem Depot hier, um da dann die Waren zu verteilen. Hier in diesem Waren- bzw. Geschäftszentrum in der Mitte. Ja, das ist das Ziel dieser Folge. Wir haben hier schon diese Linie in New Orleans eingerichtet für, Moment, wo haben wir es? New Orleans, wartet mal, wo ist die denn? Warum finde ich die hier nicht? Ah, weil ich die falsch benannt habe. Ich habe sie Houston Warenverteilung benannt. Ich dachte schon, ich wäre blöd. New Orleans Warenverteilung ist es natürlich und da brauchen wir ein LKW, der die Ware dann verteilt. Und dann brauchen wir einen Zug, der die Waren vom Hafen nach New Orleans bringt. Wir haben in der letzten Folge, um das nochmal ganz kurz in Erinnerung zu rufen, einen neuen Zug gekauft. Und das ist hier dieser Diesel, also diese Diesel-Lok. Schönes Fahrzeug. Und das fährt jetzt mit den Tankwagen hier zu diesem Depot hier und bringt die dann zum Hafen, sodass wir hier schneller und mehr Waren zum Hafen hinbekommen, die wir dann verteilen können. Denn wir haben hier am Hafen wenig Waren. Und, also wir haben hier schon eine ganze Reihe an Waren, aber die sind hier in dem Fall, sind die zum Beispiel für Houston vorgesehen und für Beaumont. Und wir haben hier so viele Fahrzeuge, dass die Waren dann irgendwann einfach schon weg sind und, ja, dann sind keine mehr da. Und das soll nicht so sein, vor allem, weil wir ja jetzt für die Strecke, für New Orleans dann noch mehr Waren brauchen und deswegen ein weiteres Fahrzeug. Ja. Ich guck gerade mal eben ganz kurz. Kann ich den hier direkt umdrehen lassen? Wahrscheinlich. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ist Einbahn, deswegen fährt er erstmal leer zum Hafen. Ja. Da hört man hier richtig das Dieselaggregat hier drin. Gut, Geld haben wir gerade erstmal genug, oder was heißt genug? Genug kann man davon hier eigentlich nicht haben, aber wir haben kein Geldproblem. Wir brauchen noch mehr Geld, um den besagten Zug zu kaufen. Wir schauen hier mal in den Nahverkehr hier rein, Houston Linie 1. Wir fahren ja hier in Houston noch mit Bus und die Busse, die fassen 10 Personen. Das sind auch nicht die neuesten Modelle. Glaube ich, das sage ich jetzt einfach so, aber sind es denn wirklich nicht die neuesten Modelle? Richtig, es sind nicht die neuesten Modelle, denn hier gibt es den Twin Coach. Was habe ich denn da gerade gesehen? Waren hier gerade neue LKW, okay. Oh, und wartet mal, da oben haben wir ein Problem bei einer Linie. Schauen wir uns gleich an, aber erstmal ganz kurz. Okay, hier gehen 11 rein. Na gut, das lohnt sich nicht. Denke ich. So, was haben wir hier für ein Problem? Zug 3. Er wartet auf freie Wege. Gehen wir nochmal eben hin. Und der wird blockiert durch Zug 10. Was haben die jetzt hier gemacht? Okay. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe die Linie so eingerichtet, dass die... Ja, ich sehe hier das Problem. Okay. Dann brauchen wir hier Folgendes, kriegen wir das hier noch hin? Wahrscheinlich nicht, weil da ein Bahnübergang ist. Ja.
auch nicht. Nee, das ist doof. Das müssen wir auf jeden Fall hinterm Bahnübergang machen. Ist die Steigung zu groß? Wir brauchen hier auf jeden Fall sowas zum Ausfädeln, weil der sonst bis da hinten rumgefahren würde. Und das klappt nicht. Das ist ein bisschen zu weit. Wartet mal. Ich glaube, dann probiere ich mal, ob ich den hier umgedreht bekomme. Geht das? Geht nicht. Dann muss der... Ja, dann muss ich hier Folgendes machen. Ich baue hier mal noch eine Weiche ein. Na, da haben wir mal wieder eine zu große Steigung. Mann! Also, mal eben noch eine Weiche hier einbauen. Wir haben hier so viele Weichen gerade schon. Okay, so, dann machen wir das hier hin. Und dann muss ich hier eben Einbahnverkehr aufheben und dann kann der fahren. Ja. Und dann kann der hier gleich auch rausfahren. Komm, das beschleunigen wir mal eben. Und dann ändere ich das natürlich nochmal dauerhaft. So, Pause raus. Pause raus, Pause rein. Lassen wir mal eben weg. Das eben weg. Und dann gucken wir mal eben, wie wir das hier ändern. Wir haben hier... Das ist nicht ideal. Ist hier eins unserer Fahrzeuge? Nein. Dann kommt das weg. Das kommt weg, das kommt weg. Da sind Fahrzeuge im Weg, wenn ich es jetzt laufen lasse. Kann ich jetzt nicht abreißen, weil da Fahrzeuge sind. Na toll. Folgendes, dann brauche ich das mal eben hier rüber. Und das so darüber, dann könnten die theoretisch wegfahren. Praktisch kriegen sie es auch so halbwegs hin. So, dann müssen wir das hier eben mal abreißen. Aber wir können sie jetzt eben noch fahren lassen. Sind die da gleich weg? So, und jetzt eben Pause rein, denn die Straße werde ich wieder bauen müssen, denke ich. Wir brauchen sie ja allein schon hier für die Strecke. So. Dann folgendes. Also, wir haben... Das Problem, dass der Zug hier reinfährt, der mit dem Benzin und dann nicht mehr rauskommt. So, und das kriegen wir hin, indem wir das so machen. Kann er da wieder rausfahren. Dann auf dem richtigen Gleis. So, dann fährt einer von mir aus, von da aus hier rein. Der muss dann auch auf das andere Gleis. Das kriegt er hin, indem man das hier macht. So, alle anderen. Brauchen das Gleis nicht wechseln. Das passt so. Das passt. Das passt auch. Auch wenn da oben jetzt gerade eine Fehlermeldung steht. Dann müssen wir vielleicht nochmal hier das Gleis ändern. Also der kommt Lake Charles Waren. Okay. Der müsste auf der rechten Seite fahren. Also er fährt erstmal hier raus. Fährt er. Zack, 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 zack. Fährt hier hinten durch. Genau. Fährt dann nach Lake Charles. Das ist hier. Fährt dann da rein. Und so. Warum fährt er dann nicht auf der anderen Seite zurück? Ja, alles klar.
War zu fixen. Gut. Alles klar. Dann passt das nämlich so. Alles wunderbar. Gut, das können wir also schließen. Das ist gefixt. Das ist hier alles wieder passend. Das passt. Und wir können einbahnen, einstellen. Ach so, bei dem anderen Gleis. Signal. Und wir können hier noch ein Signal mehr reinsetzen, nämlich hier, wobei dann eigentlich hier hinten auch nicht mehr einbahnen stehen muss, sondern hier und da. So, das passt. Und dann können wir die Pause wieder rausnehmen. Ah, nein, können wir nicht. Wir brauchen noch die Brücke. Die Brücke hier rüber, das, wartet mal, wir haben ja hier Fahrzeuge. Beaumont Waren, die müssen nach Beaumont, das ist kein Thema. Houston Waren, so. Und da haben wir das Problem, Houston liegt da und die kommen jetzt nicht mehr an Waren und die fahren jetzt ganz hier hinten rum und werden dann über Beaumont fahren müssen. Was natürlich kompletter Quatsch ist und da machen sie das auch schon, das heißt, wir müssen die gleich hier mal packen. Und warum fährt der jetzt hier so, wie er fährt? Ist egal, wir müssen auf jeden Fall hier die Straße rüberbauen und das Ganze dann hier ändern. So, 50 km/h. Nein, wir bauen eine Landstraße. Mittlere Landstraße. Oder große Landstraße mit Busspur. Dann haben wir unsere eigene Trasse. Also, wie kriegen wir das am besten hin? Okay, ich sehe schon, ja, jetzt stehen hier auch Fahrzeuge. Das ist auf jeden Fall schwierig. Einmal so rüber, wird nicht hinhauen. Nein, natürlich nicht. Okay. Wie ist das hier oben? Kann man hier oben einmal runter? Theoretisch. Ja, praktisch nein. Das sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Also vielleicht von hier bisschen länger noch über einen Bahnhof drüber geht gar nicht. Okay. Das noch höher. Okay. Von da aus hier rüber. Ja gut, das ist jetzt doch echt krampfiger, als ich mir das gedacht habe. Ich lasse das mal laufen, dann reiße ich die Straße da komplett ab. So, hier die auf dieser Seite hier. Auf der am liebsten auch, aber da sind unsere LKWs noch unterwegs, oder? Na klar, das sind doch unsere Fahrzeuge hier. Moment. Da sind alles unsere Fahrzeuge. Große Landstraße. Vielleicht müssen wir auch einfach eine kleine Landstraße nehmen. Vielleicht ist eine große zu groß. Und vielleicht machen wir das mal schon so oder zumindest so und dann so, dass wir hier rüberfahren. Hier gibt es noch eine Kollision. Müssen wir so darüber. Und dann machen wir das Ganze so, mit einer Stahlbrücke. Und so, natürlich müssen wir da nicht mehr anheben. Wir können dann so fahren. Okay, dann haben wir das und dann können wir da auch anschließen und hier müssen wir dann natürlich auch wieder ran.
Und lassen wir das so. So, dann nehmen wir die Pause wieder raus und können die sich wieder hier einfriebeln. Ja, und die LKWs haben sich direkt entschieden umzudrehen und die werden jetzt wahrscheinlich über die Brücke fahren. So sieht's aus. Das ist hier eine richtige Achterbahnbrücke. Ja, das ist schon mal interessant. Und auch die Steigung hier, dass sie da überhaupt hochkommen. Ja. So, und das nächste Problem. Hervorragend. Gehen wir da mal wieder hin. Zug 3 und 10 stehen sich wieder im Weg. Oh, okay. Jetzt, das ist natürlich ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Der muss definitiv mal umdrehen. Wenn der nicht umdreht, haut das mal gar nicht hin. So, dann müssen wir das Ganze hier auch zweigleisig machen. Wartet mal, dann machen wir mal sofort, bevor der da weiterfährt. Zumindest erstmal das Stück. Und dann werden wir hier wahrscheinlich nicht mehr reinkommen. Oder doch? Oder doch? Da kommen wir rein. Sehr, 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 sehr gut. Und dann kommen wir hoffentlich auch da rein. Kommen wir nicht. Okay. Lassen den erstmal fahren. Also, die Dampflok muss erstmal weiterfahren. Kommen wir da raus? Nein, da haben wir das Signal im Weg, das ist auch klar. Und wir haben hier die Weiche, die endet ja eigentlich im Prinzip schon hier. Ja, das haut trotzdem nicht hin. Also hinter dem Signal. Okay, dann ist das noch ein Stückchen zu lang hier. So. Direkt hinter dem Signal fahren wir hier also raus. Ja, von mir aus gerne so. Ja. Was auch immer das jetzt war. Okay. Das haut nicht hin. Also wir lassen den Zug erstmal fahren. Der muss sich da jetzt neu aufbauen. So. Ja komm, dann fahren wir weiter. Also hier fahren wir raus und dann... Und das da nicht hin. Kommt hier noch ein Stück weg. Genau. So müssen wir das haben. Hier so. Und dann verbinden wir das miteinander. So. Und dann kommen natürlich auch da neue Signale hin. Also einmal da. Und Autosave einmal da. Einbahn ja, Einbahn auch auf der anderen Seite, selbstverständlich auch da. Dann kommt das Signal da weg. So. Und dann haben wir hier natürlich, das kommt auf jeden Fall auch mal weg. Der fährt noch da oben rum, der muss dann hier runter, ist auch klar. Den lassen wir erstmal noch fahren und den drehen wir, im Prinzip kann er jetzt schon wieder umdrehen. Ich kann mir den jetzt schon wieder umdrehen und es dürfte alles passen. Der müsste ja jetzt hier stehen bleiben. Genau. So, das ist soweit ganz gut. Der hat jetzt hier seine 60 Tonnen Treibstoff geladen. Sehr schön. Fährt hier rüber. Das hier ist ein ganz normales Signal, genau. Der fährt dann auf der rechten Seite. Genau, auch das ist in Ordnung. Bis da, das heißt, wir brauchen tatsächlich noch ein Signal auf der Seite.
Ja, auf der Seite brauchen wir noch das Signal. Haben wir jetzt und dann passt das. Dann passt das. So, haben wir gemacht. Sehr schön, die Straße am Hafen haben wir korrigiert. Dann sammeln wir aktuell noch Millionen. Wir haben hier in Houston eine Menge Leute, die mit dem Nahverkehr unterwegs sind. Da würde ich gerne noch nachbessern. Mehr Fahrzeuge oder andere Fahrzeuge. Ich glaube, ich hatte da schon mal angesprochen, dass ich da am liebsten eigentlich eine Straßenbahn fahren lassen würde. Houston Linie 1 und 2, die sind gut im Einsatz. Das ist ganz gut hier. Wir machen da gutes Geld. Die Stadt wächst auch. Gleise haben wir da teilweise schon gebaut. Genau, das war ja mal direkt zu Beginn, um hier mal schön breite Straßen schon mal zu haben, hier am Bahnhof. Ja, hier haben wir auch RB1, da müssen wir auch nochmal nachbessern. Also wir brauchen eigentlich eine Menge Geld, um überall mehr Fahrzeuge reinzudrücken in die Linien. Es platzt hier eigentlich alles aus allen Nähten und wir haben keine Kohle für Fahrzeuge, die uns noch mehr Geld bringen. Gerade hier der Nahverkehr oder der Personenverkehr, der läuft ja richtig gut. Hier selbst in San Antonio. Wo haben wir denn da die Linie? San Antonio Linie 1 und 2. Das läuft doch auch. Die machen doch. Na gut, die machen ein Minus, aber dafür steigen die Leute in den Zug ein. Da müssen sie ja auch irgendwie hinkommen. Unsere Regionalbahnen, die sind. Unsere Regionalbahnlinien, die sind alle beide richtig gut, richtig profitabel. Also da kann man sich nicht beschweren. Das sieht wunderbar aus. Da möchte ich einfach noch mehr Fahrzeuge reinbringen. Und gucken wir mal, was kostet hier dieser Dieseltriebwagen. Triebwagen hier, komm. Was kostet der? 5 Millionen. Das hier. Elko PB Booster. B-Einheit ohne Führerstand. Zur PA und sorgt für eine Verdoppelung der Leistung. Was ist denn PA? Elko PA. Okay. Den setze ich vorne hin. Und den setze ich hinten hin. Diese Triebwagen wurden Skunks genannt, weil die Leute sagten, man kann sie riechen, bevor man sie sehen kann, ja. Also sprich, vorne dann die Lok und ja, dazwischen dann die Wagen. Das wären dann wohl die hier, Streamlined Coach New Mexico und hinten dann den dran. Vermute ich jetzt. Ach, Moment. Das ist wahrscheinlich nur der hier, kann das sein? Dass das nur dieser Wagen hier ist, der hier dann einen Motor drin hat, einen Antrieb. Könnte sein. Werden wir erstmal nicht sehen können, weil wir erstmal den nicht kaufen werden. Die Frage ist jetzt, setzen wir jetzt tatsächlich den Zug ein, hier meinetwegen dann diese Elko HH, und dazu dann jetzt die geschlossenen Güterwagen. Oh, da kosten die ja auch schon wieder eine Million. Die Preise, die steigen aber ganz schön schnell. Dafür kann der 160 Sachen fahren. Da bräuchte man dann wahrscheinlich so eine Lok wie die hier. Meine Güte. Das ist ja mal nicht wenig Geld. Oder eben so eine hier. Eine, bei der sich das auch lohnt, dass man so schnell fahren kann mit den Waggons. Okay, dann machen wir es folgendermaßen. Wir kaufen uns nochmal so einen hier, Pioneer Sapphire. Beschleunigen mal, bis wir das Geld haben und dann kaufen wir den. Dann haben wir besseren Nahverkehr, beziehungsweise besseren Personenverkehr auf der Schiene. Kriegen dann noch mehr Geld und naja, die Kohle kommt dann in die Kasse. Weil mit Personenverkehr macht man ja doch nicht wenig Geld. So, das ist das Jahr wieder rum. Neue Kesselwagen heißt auch wieder, dass die auch wieder teurer sind. Gut, dass wir noch ein paar gekauft haben. Und so.
kaufen. Linie RB 1. Und dann lassen wir den mal fahren. So, Waren haben wir ja offenbar genug importiert. Sehr gut. Da kommt der nächste Sapphire raus. Und damit verabschiede ich mich auch für heute. Und wir machen, wie ihr das nicht anders kennt, an dieser Stelle eine Pause. Und ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.